Hallo ihr Lieben, hier ist die Andrea von Stempel & Co. und ich zeige euch heute eine Verpackung für Taschentücher. Also sie passen ganz genau hier rein. Ich habe extra so gearbeitet, dass wir nur den Papierschneider brauchen. Bei vielen Taschentücherverpackungen kann man hier oben, wenn man Etikett hat, schön ausstanzen und kann sie lose in die Verpackung tun und kann sie dann hier oben richtig rausziehen. Da wir aber nur mit der Kreisstanze hier arbeiten, um eine kleine Mulde einzusetzen, habe ich hier oben nichts ausgestanzt. Wir brauchen nicht viel, ein Stück Farbkarton und ein paar Streifen Designerpapiere. Das war's eigentlich schon. Wir starten mit dem Designer, mit dem Farbkarton. Habe ich zugeschnitten in der Größe 17x17. Und ihr legt jetzt, egal welches 17 ihr zuerst nach oben legt, ihr legt jetzt an und falzt. Wir beginnen bei 2,5, 8 cm, 10,5 cm, 16 cm. Wenn ihr euch schwer tut, hier die 16 zu finden, ne, ist es ganz einfach. Hier jetzt für diese Anleitung. Ihr legt bei einem Zentimeter auf der anderen Seite an und falzt es hier, dann passt es auch, da ich weiß, wie die Maße laufen. Einmal drehen, dann geht es wieder los mit 2,5. 13,5. Und wieder zur linken Seite rücken und bei der rechten Seite bei einem anlegen und falzen. Jetzt könnt ihr mit der Schere ausschneiden, wenn ihr wollt. Ich nehme aber einen Papierschneider, wenn ich ihn schon da liegen habe. Wir benötigen das obere Stück. Ich kann es gerne mal anmalen. Also wir müssen das abschneiden. Ich hoffe, man kann das sehen. Also dieses Teil wird komplett rausgeschnitten und dieses hier hinten auch. Also lege ich mir das hier an. Bei 13,5. Meine Klinge hat hier so eine Kerbe. Mit der Kerbe gehe ich in diese Falz, schneide nach oben und mache das auf der unteren Seite genauso. Drehe das Papier. Leg es bei 14,5 hinten an und schneide ganz vorsichtig bis zur Falz und mache das hier genauso. Da lege ich es bei 9 an und schneide auch hier ganz vorsichtig nach unten. Da hinten muss ich noch ein bisschen die Schere. Dann können wir den Papierschneider schon wieder wegtun. Und jetzt schneiden wir uns nur noch die Klebelaschen unten ein, den Boden. Die Keile wieder aus der Klebelasche rausschneiden. Also einmal gerade in der Falz und neben der Falz. Und die kleine Ecke hier am Rand kann ganz raus. So. Was ihr jetzt noch schneiden sollt, sind an dem 1 cm Streifen, an dem ganz schmalen, nur ganz wenig die Ecken ab. Das ist ein bisschen angeschrägt, ist aber wirklich ganz minimal. Dann dreht ihr das Ganze um, setzt auf das eine, auf die eine Klebelasche auf den einen Boden unten, zweimal Klebestreifen, ich drehe es wieder zurück, hier Klebeband auf meine Klebelasche
und hier an der Falz. Dann klebe ich mir mein Designerpapier, weil ich mir einfach leichter tue, wenn es schön flach liegt. Das kleine Stückchen hat eine Größe von 5,2 x 2,2. Das kommt hier oben hin. Was direkt darunter ist, ist der Rücken. Den habe ich freigelassen. Das große Stück lege ich vorne auf. Hat die Größe 7,2 x 5,7. Entschuldigung, 10,7 x 5,2. Aber ich schreibe es wie immer unter das Video. 10,7, 5,2. Und an der Seite haben wir auch noch zwei so kleine Streifen. Die sind auch 10,7 von der Länge her. Und 2,2. Und da brauchen wir für rechts und links. Und das war's dann schon. Falzbein und alles nachfalzen. Dann kleben wir es erst an der Seite zusammen. Das legt ihr euch flach auf den Tisch, knickt die Klebelasche nach innen und faltet das Ganze einfach zu. Dann passt es ganz genau, wenn ihr richtig gefalzt habt. Hier unten einmal von den kleinen Laschen das Klebeband abziehen, die Seite zukleben, auf der kein Klebeband ist. Und nun die Seite mit dem Klebeband komplett die Box verschließen. Und zumachen. Ich hole mir schnell Taschentuch raus und die Stanze. Ich habe auch hier wieder die 1 Inch und stanze mir hier wieder eine kleine Öffnung. Und ihr seht, die Taschentücher passen ganz genau. Die kleine Lasche rein, verschließen, schönes Etikett drauf. Und schon habt ihr eine Kleinigkeit schön verpackt. Viel Spaß beim Nachbasteln. Tschüss.